Ach, mein lieber Patrick, wie ist das eigentlich für dich jetzt? Jetzt bist du ja nach 10 Jahren frisch dazugekommen. Fühlst du dich gut aufgenommen von uns? Ich fühle mich super. Besser könnte es nicht sein. Also ich fühle mich pudelwohl. Ja, ich hoffe, dass wir dich dementsprechend vernünftig auch in den Arm nehmen. Also jetzt sprichwörtlich, ne? Also ich muss ja nicht... Ja, ne, sprichwörtlich kann man auch schon alles. Ja. Ja, das ist mir wichtig, weißt du? Weil ich lerne ständig neue Menschen kennen. Und jetzt lerne ich wieder jemand Neues kennen. Bitte schön, der Herr. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag, junger Mann. Ich bin Fasan aus Berlin. Hallo. Hallo. Grüß dich, Fasan. Fasan, genau. Fasan, Fasan ist ein türkischer Name? Nee, ein persischer Name. Ein persischer Name. Genau. Fasan, erzähl ein bisschen aus deinem Leben. Was machst du, was tust du? Ich komme aus Berlin. Ich bin Sportwissenschaftler, arbeite für eine große Fitnesskette, die auch im Ruhrgebiet angesiedelt ist. Ja. Und meine Hobbys sind natürlich Fitness. Logisch. Und Sport in alle Richtungen. Ja, mein Lieber, lass uns über diesen wunderbaren Schmuck sprechen. Wo hast du den her? Der ist aus dem Familienbesitz meiner zukünftigen Frau. Mhm. Und mein Schwiegervater hat es mir anvertraut und will uns gerne den Erlös zur Finanzierung unserer Hochzeit mitgeben. Das ist aber schön. Genau. Also, mein lieber Patrick, dann lass uns mal teilhaben an deinem Wissen. Ja, also offensichtlich handelt es sich hier um ein Armband, ist sehr üppig ausgefasst, also über die komplette Fläche, wirklich von oben nach unten, von links nach rechts, wie man es möchte, ist überall Brillant- oder Diamantbesatz. Ja, das Armband ist im Verlauf gearbeitet, das heißt, unten am Schloss ist es relativ schmal gehalten, im Mittelteil haben wir die breiteste Stelle. Und da sitzt auch zentral der größte Stein. Wir haben hier einen Diamant im Altschliff. Ich habe es ausgemessen, wird ca. 1,25 Karat von der Größe haben. Und die Reinheit, Qualität ist auch in einem guten bis mittleren Bereich, hat kleinen Einschluss. Da sind wir im SI-Bereich und vielleicht bei einem leicht getönten Weiß. Mhm. Eingerahmt wird dieser zentrale Brillant von 4 kleinen Elementen, die grün ausgelegt sind. Wenn man sich das jetzt genauer anguckt, sitzen da in diesen Feldern hier kleine Smaragde, die kalibriert eingeschliffen sind. Kalibriert heißt dann wirklich auf Form eingeschliffen, dass hier eher der Eindruck entsteht, dass es sich um Flächen handelt. Ja? Das hat halt auch einen sehr schönen Effekt. Die anderen Steine werden irgendwo um die 3 Karat plus minus liegen. Ja? Das ist bei gefassten Steinen natürlich immer ein bisschen schwieriger zu sagen. Ja, ja. Gerade beim Altschliff, wir können noch nicht so hundertprozentig von den Proportionen ausgehen. Ich denke, dass wir irgendwo bei 3 Karat, das heißt, insgesamt wird es irgendwo bei 4,25 Karat liegen, vielleicht 4,3 Karat. Jetzt haben wir viel Altschliff und so weiter und so fort. Kann man da schon Rückschlüsse aufs Alter ziehen? Ja, allein von der Gestaltung, von den Materialien. Wir haben Platin. Kleine Ausnahme, der Schnepper des Kastenschlosses, den habe ich auch noch mal separat getestet. Das ist in 585er Weißgold gearbeitet. Mhm. Es kann natürlich sein, über die Zeit, dass mal gerade Verschleißteile ausgetauscht werden müssen. Mhm. Und zeitlich ist es natürlich im Bereich des Art Deco. Mhm. Ja, also spricht alles dafür, Materialien, die Diamanten, 1920er Jahre vielleicht, Richtung 1930er, aber ich denke irgendwo in den 1920er Jahren. Kann man da eventuell einen Hersteller finden? Also wir haben weder eine Feingehaltspunze noch eine Herstellerpunze. Beschädigungen nichts. Ich habe keine gefunden. Mein Lieber, was würdest du denn gerne haben? Äußer mal einen Wunsch. Also mein Schwiegervater hat ein Wertgutachten erstellen lassen und dort wurde es mit 5.000 Euro ungefähr. Das ist für die Versicherung, ja, das ist Wiederbeschaffung. Genau, aber das ist die Summe, die uns so vorschwebt. Welche Summe schwebt dem Profi vor? Den großen Stein würde ich jetzt mal mit 2.500 Euro schon mal ansetzen. Dann haben wir ja noch mal ca. 3 Karat an Besatzsteinen, zwar die kleinen Altschliffdiamanten. Auch da können wir noch mal 1.000 Euro irgendwo einrechnen. Du rechnest mit. Ne? Ja. Dann haben wir insgesamt 18 Gramm Platin. Es wiegt etwas mehr, aber wir müssen die Steine rausrechnen. Da wären wir bei ca. 520 Euro an Metallwert. Mhm. Ja? Das heißt, wenn wir richtig gerechnet haben, haben 4.020. Genau. So. Da das aber wirklich ein super tolles Armband ist, müssen wir da natürlich auch ein bisschen noch drauflegen. Deshalb kommen wir da auch in diese Gegend. Also ich bin bei einer Preisspanne auch von 4.500 bis 5.000 Euro. Ja. Ja, da müssen wir hier gar nicht lange rum zelebrieren. Ne? Du kriegst das Kärtchen, dann dir das rüber in den Händen nach oben. Und dann musst du verhandeln, ne? Aber das musst du können. Ansonsten sagst du einfach Fitness-Bodybuilding. Willst du mal riechen? Ne? Ja. Mein Lieber, bitteschön. Dankeschön. Viele Grüße zu Hause. Danke. Tschüss. Alles Gute. Danke, tschüssi. Tschüss.
Also wir haben ein Armband, was auf den ersten Blick so aussieht, als sei es aus den 20er, 30er Jahren, aus dem Art Deco. Und das bewahrheitet sich auch. Und wir haben leider keine Punzer. Deswegen könnte man meinen, es handle sich um Platin. Ja. Richtig erkannt. Fehlen nur noch viele große Scheine für Farsans Hochzeitskasse. Herzlich willkommen. Einen schönen guten Tag. Hallo. 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 Guten Tag. Hallo. Haben Sie das zu Hause in der Schmuckschatulle der Eltern gefunden oder wo stammt das Armband her? Also nicht bei mir zu Hause, sondern in der Familie von meiner zukünftigen Frau. Der Schwiegervater hat es mir quasi mitgegeben, um unsere Hochzeit zu finanzieren. Also wow. Da testet er mal, ob der Schwiegersohn auch eine Marschroute vorgegeben bekommen? Nee, das nicht. Also er lässt mir wirklich freie Hand. Genau. Vertraut er Ihnen aber schon sehr. Ja. Wir haben keinen Stempel gefunden. Es könnte Platin sein. Es ist Platin. Es ist Platin. Es sind echte Smaragde, es sind echte Diamanten und Übergangsschliff-Brillanten. Der große Stein, wir haben hier eine Schablone ganz grob dran gehalten, misst da bei der Schablone 1,3. Da würde ich mal gerne hören, ob die Expertise mehr gesagt hat oder was sie gesagt hat. Also die Messung hat ergeben 1,25 Karat, ist ein Altschliff. Und in Kombination mit den anderen Steinen kommen wir auf über 4 Karat, also 4,25. Ja, mit den ganzen Steinen zusammen. Ja, ja. Ich fange mal mit 1,5 an. Aha. Wofür? Für den Schnepperverschluss, oder? Okay, ist ja gut. Da fange ich halt mit 2 an. So ist es richtig. 2. Ich mach 3.000. Meine Holde wird es mir verzeihen. Ich bin raus. Ich gebe Ihnen 3,5. 3,7. Ach. Ja, 3,8. 3,9. Oh. Also die Schmerzgrenze ist noch etwas weiter oben bei mir. 4.000 Euro biete ich Ihnen für Ihr wunderschönes Armband. Wenn Sie sagen, Ihre Vorstellung ist eine andere, frage ich tatsächlich nach dem Expertisenpreis. Ja, Expertise war eine Spanne zwischen 4.500 und 5.000. Mhm. Also wenn wir uns irgendwo in der Mitte treffen. Ja, also 4,2. Na, machen wir 4.250. Komm ins Geschäft mit 4.250 Euro. So machen wir es. Prima. Glückwunsch, Ecke. Oder. Vier zählen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1 und 2 und die 50. Ich komme 10. Ah ja. Ja, erstmal Ihr Geld. Vielen Dank. Recht schönen Dank, ja. Viel Spaß damit. Sehr. Dankeschön. Ja, dann macht mal gut, ne? Ja, dann alles Gute. Alles Gute. Toi, toi, toi. Schöne Hochzeit. Ciao, Mann, alles gut. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ich bin kein Schmuckhändler, aber das ist wirklich ein fantastisches Armband gewesen.